Have you reached the extraction team yet? All dead. Danik got here first. Oh, fuck. Then find a way out of the city. I'm coming in with the Eudora. Washington Station's not far. I can ride one of the trains out. Good plan. See you on the tracks. Ich habe auch lange mit mir gehadert, ob ich es wirklich let's playen soll, aber da ich jetzt schon so lange nichts let's played hatte, habe ich mir gedacht, ach komm, mein Gott, springst über deinen Schatten, machst es mal, da du die ersten Teile ja schließlich auch gespielt hast. So, und jetzt nochmal kurz runterscrollen. Okay. Das quält mir gar nicht. Kann auch leider keins nehmen, um Gottes Willen. Habe ich echt der ganze... Oh, wie viele Mets ich habe, krass. Okay, das ist ein großes, ne? Dann schmeißen wir natürlich ein kleines weg. Drop. Nehmen ein großes mit. Ist ja heftig, wie viel Schuss habe ich in meinen Waffen. 180 und 300. Alter Schwede, okay. Da muss ich ja gar nicht so auf Munition aufpassen, aktuell zumindest nicht. Fick dich doch, du Arschloch. Stirb! So. Meine Hand juckt. Hallo. Wisst ihr, was ich jetzt echt gerne hätte? Wow, die sind mal ein bisschen schneller. Ich hätte jetzt echt gerne Granaten. Das finde ich echt geil. Kommen sie hinter mir auch noch durch? Ja. Hab ich doch richtig gehört. Ihr seid uncool, wisst ihr das? Leck mich. Stirb doch einfach. Ja, ja, fick dich. Entschuldigt bitte, falls dir die ein oder andere Schimpfwörter fallen sollten, aber da bin ich leider auch nicht gegen gefeit. Wo war's das? Ich kann mir mal ein bisschen Munition mitnehmen. Oh, die anderen Körper sind schon gespawnt. Ah, da geht's lang. Hallo. Ich hasse es, wenn aus denen diese drei Dinger rauskommen. Einfach aufgrund dessen, weil man dann immer die drei Dinger abtrennen muss. Ich find's einfach nur Kacke. Jo. Hallo, Lady. Was geht mit dir? Dann schlagen wir die Beine. Den Kopf. Oder bist du tot? Kommt ihr auch noch hier durch? Nein, kommt ihr nicht. Vielleicht später. Ein Medipack. Wow. Du hast mich erschrocken, Mann. Okay, Ammo-Clip ist voll. Dann nehmen wir den Aufzug. Damn it. No trains. Okay. I made it to the train station. What about Danik's men? I lost some in the panic. This outbreak may buy us some time. Well, grab a train. Let's go. No good. Looks like the train was getting refitted with a new power car. So? I'm gonna have to put it back together. Well, do it fast.
Danik's gunships aren't far off. We'll try to draw them away then. Be fast. Okay. Train assembly incomplete. Please attach engine and car before initiating departure sequence. Das müssen wir zurückschieben. Komm, beweg dich. Ah ja, mit dem rechten Stick, okay. Hallo. Ah, komm mal her, hier sind so Dinger. Ein Spind, naja, wir haben keinen Platz für... Alter, warum werden wir so voll gebombt mit Medipacks? Ist ja krass. Ich hoffe, das ist später auch so oder so. Ist ja voll geil. Okay, jetzt haben wir den gedreht, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist auch nochmal... Mann, hat das auch nochmal dran? Ah, das geht ja gar nicht, oder? Das macht keinen Sinn. Kann man den irgendwie nochmal drehen? Oder muss ich jetzt einfach einsteigen? Ja, das ist schon irgendwie richtig. Kann ich hier einsteigen? Nee. Ich muss den einfach nur nach vorne schieben. So ein Stück hier runter. Low. Okay. Ach so. Ich verstehe. Das ist sozusagen... Aha, jetzt komm. Beweg dich. So kann man Züge natürlich auch zusammenbauen. Aha. Sing. Kann ich bitte hier rauf? Ach ja, ich mag U-Bahn-Tunnel und so kacke. Alright, Norton. Train's hooked up and ready to head out the south gate. You can't miss it. It'll be the only thing moving. Alright, understood. I'll close in once you clear the city. Be ready for pickup. This is gonna be tricky. Norton, you still haven't told me what happened to Ellie. Now's not the best time, Isaac. Is she alive? Last I saw her was a keyhole station. Said she was onto something big, shocked out to some secret coordinates, and then we lost contact. I know your ex-girlfriend very well. She's still alive and mad as hell. We haven't found her yet. Whoa! Alter, was geht denn hier ab? Ah, here comes the cavalry. Yo. Norton, which ship is the Azor? Whoa! The bigger one that just flew over your head. Alter, der schmeißt Granaten, verdammte Scheiße. Bin ich tot? Nee. Ich kann jetzt ja einfach durch, ja. Das ist echt nicht so einfach mit dem Wackeln des Zuges hier. Also, muss ich da hoch, okay. Nee, Alter, jetzt komm, chill mal einfach. Ich kann nicht spielen, so. Zwei auf einen Streich und rein mit dir. Jump! Ja! Jetzt hol mich gefällig da hoch, du Idiot! Ah ja, krieg keinen Bändchen, los, zieh! Ah.
Who's that? A boy. Cute kid. You leave him behind? He's dead. Dana killed him. And his mother. I'm sorry. Yeah. Don't be. We're not friends. Well, thanks for the rescue back there. Try harder next time. Carp, high school weekend. Yeah. Good, we're almost there. Get your asses to the bridge. You heard the man. Oh, okay. Chapter 2. On your own. USM Edura. Was ich mir jetzt natürlich frage, ich schätze, das wird... Hallo? Hallo? Das wird unser Koop-Partner sein. Was mich jetzt ganz, ganz stark interessiert... Vielleicht ist das auch nicht, aber selbst wenn... was mich stark interessiert, ist die Tatsache, ob wir sozusagen... Man kann das Ganze ja im Koop spielen und... Ob der Typ dann trotzdem die ganze Zeit neben uns herläuft als NPC. Der dann sozusagen vom Computer gesteuert wird. Das fände ich sehr interessant. Das einfach mal zu wissen. Das werden wir bestimmt bald erfahren. Weil es wäre natürlich geschickt, weil dann wäre das Ganze einfacher. Aber ich glaube es nicht, aber mal sehen. Ich habe mich nämlich im Vorfeld nicht mit Dead Space 3 so sonderlich beschäftigt, sage ich ganz ehrlich. Falls es einer von euch schon weiß, dann ist das toll. Ich weiß es aber noch nicht. So, wir haben hier noch ein bisschen Ammo-Clips. Noch irgendwas? Nee. Der läuft hier trotzdem so lustig rum. Oh, duschen. Nice. Alright, boy, listen up. 13 days ago, Agent Ellie Langford and her team tested a blind shot on an uncharted planet. She believes it holds the secret stopping this marker epidemic. But we've been unable to make contact. Our number one priority, finding and securing Agent Langford and her team. Okay. Jetzt gehe ich jetzt auch rein. Ah, hier muss ich sogar rein, okay. 15 seconds to target. Standing by to D-Shop. All right, people, we're going in blind, so stay tight on that exit vector. Rosen, count it out. Exit beacon locked. D-shocking in 5, 4, 3, 2, 1. Der Todesstern. Hell is that? Moon. What's left of one? Frozen. I see it. Christ, this place is a junkyard. More like a graveyard. Any sign of Ellie's ship? I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry. They're sovereign colonies warships. You serious? They'd be over 200 years old. Wait, wait. I'm getting something. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. All right, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Those lights. Are they beacons? Hang on. No. Mine! Rosen, get us out of here! Collision warning. Brace for impact. I can't! Tja, irgendwie müssen wir wohl auf dem Planeten abstürzen. Da hält das Schiff noch nicht mal ein paar Minchen aus. Also das ist ja echt weichermäßig. Yo, we're trapped. Ja, nimm dir den Plasma-Cutter. Oder was ist das? Ach nee, das ist wahrscheinlich irgendein Elektro. Wahrscheinlich irgendein Elektro-Schneidbrenner-Gerät-Dingsbums. Wir sind ja ein Ingenieur. Jo, renn nur durch hier. Alter. Hier rumst ja ordentlich. Bräuchte mal bitte. Ich tue mit dem hier atmen kann.